Hallo und herzlich willkommen, Freunde, ich bin's wieder, euer Jess, und ich möchte euch in dem Video mal zeigen, wie ihr am schnellsten eure Twinks equipped, beziehungsweise eure Zwei-Chars. Warum das Ganze? Mal ein kurzer Einblick. Im Hintergrund seht ihr, wenn ihr die Season-Reise abschließt, die ersten Etappen, erhaltet ihr ja Haedrix Geschenk. Dort könnt ihr sehen, je nach Klasse, die ihr spielt, ist da ein vordefiniertes Set drin. Das bedeutet also, mit dem Abschluss der ersten Etappen haben wir schon mal ein garantiertes Set für unsere Klasse. Jetzt ist der Nachteil von Haedrix Geschenk, das funktioniert accountweit. Das bedeutet also, wenn wir uns einen zweiten Charakter machen, können wir uns das dementsprechende Set natürlich nicht mehr holen. Das Video selbst widmet sich jetzt der Frage, okay, was mache ich, wenn ich einen zweiten, dritten oder vierten Charakter spielen möchte, eben in der Season oder Non-Season, wie bekomme ich für diese Charakter, also für diesen Build, ist ja komplett egal, was ihr spielen möchtet, am schnellsten an Gear, damit ich da mal was Neues ausprobieren könnte und so weiter. Und jetzt ist das ganz einfach. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr euch das Season Set mit irgendeiner Klasse geholt habt. Jetzt aber seht, okay, das macht nicht so viel Spaß oder ich möchte ins Metaplay. Ich wechsle mal, was macht ihr dann? Das erste, was mal ist, ihr spielt natürlich oder lasst euch einen Charakter hochziehen, farmt aber mit diesen nicht selbst. Das ist eine ganz klare Sache, der ist nämlich bei weitem nicht so stark ausgerüstet. Jetzt macht ihr folgendes, ihr farmt mit der Klasse, welche ihr in der Season schon ausgerüstet habt, holt euch Blutsplitter und dann geht's ab und kauft euch die Set-Teile, die Set-Tokens bei Kadala. Je nachdem, welches Set das ist, gibt es manches, wie ich habe es extra jetzt mit dem Zauberer im Hintergrund gemacht, der zum Beispiel, ich möchte den Blitzmage spielen und dort brauche ich das Talrasha-Set und da gamble ich auf die Offhand. Generell gilt, ihr kauft natürlich nur Sachen für 25 Blutsplitter. Warum kaufen wir hier die Offhand? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es sind die Items unterschiedlich schwer zu bekommen. Also auch bei Kadala, es kostet zwar alles 25 Blutsplitter, aber hier eine gut gerollte Offhand zu bekommen, ist viel unwahrscheinlicher als zum Beispiel einen Kopf oder so. Und deswegen gamblet ihr auf diesen speziellen Slot. Das bedeutet, wir kaufen immer nur Offhands und wenn wir so wie ich jetzt zwei, drei Offhands haben, dann nehmen wir die beste und andere Teile werden über Kanaiswürfel ganz einfach umgerollt, kostet ein paar Atem, kostet ein paar Seelensplitter und da rollen wir aus diesen Items einfach die Slots, die wir noch benötigen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so Mainstream, denn generell denkt man sich, okay, mir fällt jetzt noch die Brustplatte, dann rolle ich halt so lang, bis ich eine dementsprechende Brustplatte bekomme. Das ist soweit schon richtig für Sets, wo man zum Beispiel eben keine Offhand bekommen kann. Aber generell für alle Sets, die zum Beispiel aus 7 Teilen bestehen, eine Offhand haben, da rollt er immer zuerst die Offhand, weil es einfach von der Skillung her sehr wichtig ist, dass die Offhand gut gerollt wird. Was anderes, ein anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wenn wir den Dämonenjäger nehmen, da haben wir kein Set, wo die Offhand in das Set reinpasst, aber da brauchen wir natürlich einen Köcher. Also jede Klasse, jeder Spec braucht natürlich neben dem Set auch eine gute Waffe und eine dementsprechend gute Offhand. Das bedeutet also, bei dem würden wir es genau andersrum machen. Wir würden halt die Set-Teile rollen, welche wir benötigen. Wenn es ein Kopf ist, rollen wir den Kopf. Wenn es Hände sind, rollen wir die Hände, so lange bis wir die Set-Teile haben. Und den Rest der Blutsplitter oder beziehungsweise im nächsten Schritt rollen wir dann auf den Köcher, da wir jetzt hier gibt es zum Beispiel beim Dämonenjäger einen neuen Köcher und den wollen wir natürlich unbedingt haben, damit die Skillung und der Build funktioniert. Okay, jetzt hat man das mal abgedeckt, also von der Priorisierung her, wir holen uns bei Kadala das Set sowie die Offhand, weil das alles nur 25 Blutsplitter kostet und dann fehlt natürlich noch etwas, um unseren Build abzurunden. Es fehlt natürlich die Waffe. Da führt kein Weg herum, die Waffe, die müssen wir uns herstellen. Jetzt ist je nachdem, welche Klasse, welchen Build wir spielen, brauchen wir eine bestimmte Waffe und dementsprechend ist es unterschiedlich schwer, diese Waffe auch zu bekommen. Also es kann schon sein, dass ihr hier wirklich einiges an Materialien rausrollen müsst, um hier die dementsprechend richtige Waffe zu bekommen. Ist aber kein Problem, denn die sollten wir ohnehin darüber verfügen. Also jetzt nicht über tausende Mats, aber über ein paar hundert sollten wir ohnehin verfügen, weil wir ja mit unseren anderen Charakter nicht nur Speedrifts gemacht haben, sondern auch ein paar normale Rifts. Denn wir müssen ja normale Rifts machen, um die Greater Rift Keys zu bekommen, um dann damit Speed zu riften. Das bedeutet also, zu Beginn wird einfach oft hin und her gelockt. Immer wenn die Blutsplitter voll sind, geht's auf den zweiten Char.
und dort rollen wir dann bei Kadalavas. Und wenn das Set praktisch schon nahezu vollständig ist und wir die Offhand haben, dann rollen wir noch ein paar Sachen rein, um eben hier noch eine Waffe zu bekommen. Wichtig hierbei ist es, es muss jetzt nicht unbedingt eine uralte Waffe sein, also generell reicht schon eine normale Waffe aus, die in dem jeweiligen Set vorgesehen ist, und dann können wir hier direkt loslegen und mit der neuen Klasse spielen. Also im Endeffekt, wir machen Folgendes, nochmal kurz zusammengefasst, wir farmen eben Blutsplitter und Materialien mit der einen Klasse, welche schon equipped ist, kaufen dafür Setteile offhand und die Waffe stellen wir uns her für die zweite Klasse und dann farmen wir mit der zweiten Klasse weiter. Also was hier bei der zweiten Klasse dann fehlt, sind noch Armschienen und Ringe Halskette, die können wir aber generell dann schon im Farmen selbst rausholen, denn alleine der volle 6er Bonus sowie eben Waffe und Offhand sollte normal schon ausreichen, damit wir hier solide T10 oder vielleicht sogar höher farmen können. Das hängt natürlich dann ein bisschen an der Klasse und dem Build, den ihr spielen möchtet. Das Ganze funktioniert natürlich für beliebig viele Klassen und Builds, also ihr seid da jetzt nicht irgendwie auf ein Geschenk oder sonstiges angewiesen, sondern eben über die Blutsplitter und auch über eure Mats. Wenn ihr da Sachen craftet, könnt ihr da jederzeit ganz einfach eine zweiten, dritten oder vielleicht sogar vierten Charakter equippen. So Freunde, bevor ich fertig bin, noch eine wichtige Frage an euch. Wie viele Klassen spielt ihr im Durchschnitt in der Season? Macht ihr das überhaupt? Also spielt ihr überhaupt eine zweite Klasse? Schreibt mir das in die Kommentare, dann habe ich mal einen kleinen Überblick, wie viele von euch sowas überhaupt machen. Oder sagt ihr, okay, ich habe nur für eine Klasse Zeit, da ziehe ich eine Klasse direkt durch. Im Hintergrund seht ihr, es ist der neue Ninja-Build, mit dem ich hier ein bisschen rumrolle. Der macht ganz viel Spaß, aber das ist eine andere Geschichte. Für euch jetzt, wenn es irgendwelche Fragen gibt zum Equippen oder sonstiges, gerne mit in den Kommentaren, oder ihr könnt mich auch sonst gerne auf twitch.tv/jessywox beim Live-Zocken zusehen und dort natürlich auch gerne eure Fragen stellen. Und jetzt wie immer viel Glück, viel Spaß und Happy Farming!